Tag 1 nach dem Leipziger Urteil, das sagt der Verband der Autohändler zur Dieseldiskussion. VfB tut Gutes. Zahlreiche Mitarbeiter, Präsidiumsmitglieder, Trainer und Profis geben warmes Essen und Getränke in der Vesperkirche aus. Und die Torverhinderer, Handball- und Fußballnachwuchs trifft sich zum Torwarttraining. Was sagen Sie denn zum Dieselurteil? Haben Sie es gut verkraftet? Unmöglich, unmöglich. Ich habe 09 einen Diesel gekauft, habe 3 Jahre Steuerbefreiung bekommen, weil er umweltfreundlich ist, und jetzt dieses Desaster. Es ist ja richtig, dass sie das machen. Das ist schon. Aber wir sind halt die Dumme. Das ist ein Armutszeugnis für unsere Politik. Die hätten entscheiden müssen, ne? Und nicht unsere Richter. Für die Natur ist es besser, für uns musst du halt gucken, wie du es dann hinkriegst. Neues Auto? Nee, auf keinen Fall. Ich fahre das, solange es läuft. Ich finde es an und für sich sehr negativ, gell, drüber. Weil die ganzen Handwerker sollen dann streiken, weil da läuft nichts mehr in Stuttgart. Und dann würde man wohl oder übel umstellen müssen auf den Benziner. Ne? Aber fühlen Sie sich nicht irgendwie... Ach doch, natürlich fühle ich mich verarscht. Und zwar von den Fabriken, von den Autoherstellern. Ja, auch nach einer Nacht drüber schlafen ist bei vielen Autofahrern der Ärger über die Autohersteller und die Politik nach dem Urteil aus Leipzig nicht wirklich kleiner geworden. Ja, und damit hallo und willkommen zum RegioTV-Journal am letzten Tag im Februar. Ja, wie Sie gerade gehört haben, schlägt das gestrige Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur Rechtmäßigkeit von Fahrverboten hohe Wellen. Das sollte ja für Klarheit sorgen. Trotzdem sind weiter viele Fragen offen. Kommt nun in Stuttgart ein Dieselfahrverbot? Und wenn ja, wann? Was ist mit Dieselumrüstungen? Wer zahlt das? Und welche Auswirkungen hat das Ganze auf die Autohändler? Zumindest auf die letzte Frage gab es heute Antworten in Stuttgart vom Kraftfahrzeug-Gewerbeverband. Dieselautos sind im Verkauf immer schwerer vermittelbar. Das gilt vor allem für Dieselgebrauchtwagen. So stellt der Kfz-Gewerbeverband Baden-Württemberg auf seiner Jahrespressekonferenz in Stuttgart fest: Wenn die Kunden ihre Gebrauchtfahrzeuge zurückgeben wollen, erzielen sie nicht mehr die Preise, die sie sich vorgestellt haben. Insbesondere ein Problem haben wir bei den Leasingfahrzeugen. Wir müssen diese Fahrzeuge zu kalkulierten Restwerten zurücknehmen, also zu Preisen, die vor 3-4 Jahren mal vereinbart wurden. Und da erleiden wir im Handel einen Verlust von ca. 15%. Auch bei den Neuzulassungen geht es beim Diesel bergab. Mit rund 2700 Exemplaren kamen rund 13% weniger auf Stuttgarts Straßen. Der Grund für den Trend liegt auf der Hand. Der Dieselbetrugsfall und nun jüngst das Leipziger Urteil zu möglichen Fahrverboten, bei dem hauptsächlich Dieselautos betroffen wären. Der Verband sieht aber auch Positives in der Grundsatzentscheidung. Ein Vorteil dieses Urteils ist, dass es abgewogen ist, dass wir eine gewisse Stufenregelung haben, dass wir keine Fahrverbote von heute auf morgen haben. Wir stehen bereit, Hardware-Nachrüstungen durchzuführen für Dieselfahrzeuge, und wir verstehen überhaupt nicht, warum die Hersteller sich gegen diese Maßnahme sperren. Schließlich sei eine Hardware-Nachrüstung möglich. Das hat zuletzt der ADAC Württemberg bewiesen und damit die Autobauer dumm aussehen lassen. Aber auch die nächste Bundesregierung sei nun nach dem Grundsatzurteil gefordert. Die Bundesregierung muss jetzt mal versuchen, eine einheitliche Lösung zu schaffen, eine bundesweite Lösung. Sonst werden wir einen Flickenteppich von Regelungen haben. Jede Stadt macht es anders. Die Luftreinhaltepläne müssen neu gestaltet werden. Die fallen aber unterschiedlich aus. Der Autofahrer weiß überhaupt nicht mehr Bescheid. Kann er in die Stadt reinfahren? Mit welchem Fahrzeug kann er fahren? Zu welchen Zeiten? Der Verband fordert also endlich Klarheit. Allzu schlecht lief es für die Autohändler im letzten Jahr aber nicht. Benziner verkauften sich blendend. Am Ende blieb der Umsatz mit rund 24 Milliarden Euro in etwa auf Vorjahresniveau. Worte sind gut, Taten sind besser. Unter diesem Motto führt der VfB Stuttgart zahlreiche Aktionen durch, die nicht immer in der breiten Öffentlichkeit stattfinden. Heute waren zahlreiche VfB-Mitarbeiter und natürlich auch mehrere Lizenzspieler und das Trainerteam den ganzen Tag bei der Stuttgarter Vesperkirche im Einsatz. Eine warme Mahlzeit bei eisigen Temperaturen ausgeben, eine kleine Geste mit großer Wirkung. Mario Gomez, Holger Badstuber, Daniel Ginczek, Ron-Robert Zieler und Co. waren auf jeden Fall mit viel
Reife am Werk, um den Ärmsten der Gesellschaft ein bisschen Sonnenschein und Wärme zu bieten. Einen ausführlichen Bericht über das VfB Fair Play Engagement gibt's übrigens am Donnerstag in Startblock 07. Ja, und hier sehen Sie jetzt noch weitere Nachrichten vom Tag, kurz und kompakt zusammengefasst. Es ist die bisher beste Bilanz für den Tourismus in Stuttgart und der Region. 3,8 Millionen Übernachtungen wurden 2017 in der Landeshauptstadt gezählt. 8,8 Millionen waren es, wenn die Region mit berücksichtigt wird. Wie die Stuttgart Marketing GmbH heute bekannt gegeben hat, kamen die meisten Gäste, wie auch in den Vorjahren, aus Deutschland. Spitzenreiter bei den ausländischen Gästen sind die USA, die Schweiz und Großbritannien. Artisten in schwindelerregender Höhe, die gibt es bei Burlesque Affairs, der neuen Show im Friedrichsbau-Varieté. Außerdem können sich die Zuschauer auf so manche Skurrilitäten gefasst machen. Premiere ist diesen Freitag und mehr zur Show und ein Interview mit dem Regisseur Ralf Sann sehen Sie kommenden Dienstag bei Wir in Stuttgart. Herzlich willkommen zurück. Wer ab und zu mal über den Tellerrand blickt, erweitert seinen Horizont. Das gilt auch im Sport. Und deshalb haben sich der TVB Stuttgart und der VfB Stuttgart gedacht, sie könnten doch mal eine gemeinsame Trainingseinheit absolvieren. Genauer gesagt, die Torhüter der jeweiligen Nachwuchsteams. Die haben jetzt ein paar Crossover-Übungseinheiten absolviert, zum einen im Handball und zum anderen im Fußballtor. Sie gelten ja gemeinhin als ein bisschen verrückt. Torhüter, das ist beim Handball nicht anders als beim Fußball. Und das nicht nur, weil man sich mal eben um 7.30 Uhr bei minus 10 Grad zum gemeinsamen Training trifft. Denn man muss schon, sagen wir mal, etwas speziell sein, um sich den entgegenkommenden Bällen und Gegenspielern in den Weg zu stellen. Das sieht sogar André Wachter so. Er ist Torwartkoordinator im Jugendbereich beim VfB Stuttgart. Definitiv. Also ich glaube, das ist einfach eine Position, wo man viel arbeiten muss, wo man viel Spezialtraining auch hat, wo man in Kleingruppen mitarbeitet, auch einen Tick mehr als die Mannschaft oder die Feldspieler. Von dem her ist das in beiden Sportarten gleich. Ja. Bei einem gemeinsamen Mittagessen hatten Wachter und Carsten Schäfer vom TVB 1898 Stuttgart die Idee zur Crossover-Trainingseinheit. Denn bei allen Unterschieden sind die Aufgaben der Torleute beim Handball und beim Fußball am Ende doch ziemlich gleich. Alles ist so ein bisschen anders, aber am Ende doch gleich. Es geht ja darum, Bälle zu halten. Und es geht auch gar nicht darum, jetzt über das Training im Handballtor die Fußballer besser zu machen, beziehungsweise andersrum, sondern es geht darum, wirklich mal über den Tellerrand hinaus zu gucken. Und diese, man sagt ja oft, Torhüter haben eine ganz besondere Stellung im Team. Von daher finden wir es auch gut, einfach, dass wir die Jungs mal in Kontakt bringen mit Gleichgesinnten. In ihrem Team ist das ja relativ begrenzt, da gibt es ja in aller Regel immer nur zwei. Neben der absoluten körperlichen Fitness und Reaktionsfähigkeit braucht ein guter Torhüter vor allem auch einen kühlen Kopf. Es geht ja nicht darum, in dem Spiel muss ich nicht 10 Bälle innerhalb von 10 Sekunden halten, die auf mein Tor kommen, sondern ich muss genau einen halten im Handball, der pro Minute kommt. Im Fußball ist es noch weniger. Ja. Das heißt, diese Konzentrationsfähigkeit und dann diese eine schnelle Bewegung, um die geht's letzten Endes. Und die Nachwuchskeeper haben durchaus Eindruck hinterlassen. Sie haben sich stark gesteigert, muss man sagen. Nee, die haben es echt gut gemacht dafür, dass sie das erste Mal hier mittrainiert haben. Ich denke, gerade die Größe vom Tor ist der Unterschied. Im 1 gegen 1 hat man auch schon gesehen, haben sie es richtig gut gemacht. Bei den Abwurfsachen, da arbeiten wir noch dran. Und weiter extrem hart arbeiten werden die Nachwuchstorhüter sicherlich. Egal in welchem Tor und mit welchen Bällen. Morgen werden die Nachwuchstorhüter vom TVB und VfB dann übrigens in der Porsche Arena beim Spiel der Wild Boys gegen Magdeburg Jogi Bitter ganz genau beobachten. Ein paar Tickets für das Bundesligaspiel gibt es übrigens noch an der Abendkasse. Anpfiff ist um 19 Uhr. Ja, und an dieser Stelle darf ich jetzt mal ein bisschen Klugscheißer spielen. Wussten Sie, dass beim Klöckner von Notre Dame 7 Glocken in 3 verschiedenen Größen hängen? Wussten Sie, dass die gesamte Bühnenkonstruktion 19 Tonnen wiegt? Und einen habe ich noch. Wussten Sie, dass 240 Scheinwerfer die Musical-Stars ins rechte Licht rücken? Jetzt wissen Sie es. Und da Sie jetzt bestens informiert sind über einige Fakten vom Klöckner
Schaffner von Notre Dame, sollten Sie sich das Musical jetzt eigentlich mal anschauen, und zwar auf unsere Kosten, denn heute verlosen wir Tickets. Wie Sie an die Karten rankommen, das erfahren Sie in unserem Kulturmagazin Puls. Einfach einschalten ab 18.15 Uhr und dann stündlich in der Wiederholung. Viel Spaß dabei und vor allem viel Glück. Ja, und hier folgen jetzt noch die Aussichten aufs Wetter in der Region, und da haben wir wohl die kältesten Tage jetzt überstanden. Wird auch Zeit, denn morgen wird's ja Frühling, meteorologisch zumindest. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Unterhaltung in unserem weiteren Programm und freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Ab 18 Uhr sind wir dann wieder für Sie da und berichten unter anderem über einen bizarren Streit um einen Esel. Ihnen noch einen schönen Abend, machen Sie's gut, tschüss, auf Wiedersehen. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Am Donnerstag ist der 1. März und damit meteorologischer Frühlingsanfang, und passend dazu geht es jetzt wirklich wieder aufwärts mit den Temperaturen. Am Donnerstag selber bleiben wir aber oft noch im Frostbereich. Die Höchstwerte liegen zwischen minus 4 und 0 Grad. Im Süden ist es dabei meist bewölkt, in Südbaden kann es eventuell ein paar Flocken geben, sonst ist es aber wirklich überall trocken. Und je nördlicher, desto sonniger, am meisten Sonnenschein gibt es in Tauberfranken. Bei uns im Großraum Stuttgart ist es zunächst ziemlich grau in Grau, aber die Wolken lockern im Tagesverlauf wieder auf. Nachmittags zeigt sich dann häufiger die Sonne bei Höchstwerten zwischen 0 Grad in Bietigheim-Bissingen und eisigen minus 4 Grad in Freudenstadt. Am Freitag wird es dann unbeständiger. Es fängt an zu schneien, zu regnen, und dieser Regen kann auf dem Boden festgefrieren. Also wirklich aufgepasst auf den Straßen, aber danach wird es wirklich deutlich milder.